Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Jede Nacht, da wird es Nacht und Peter entdeckt den Jäger der Nacht. Wer das sein wird, ist es ein Mensch, ist es ein Tier oder ist es Julian, das werden wir erfahren. Julian, bist du der Entdecker der Nacht? Nee, aber ich nehme hier heimlich Geräusche auf für mein Geräuschearchiv. Ne? Und wenn ihr euch heute verhaspelt oder so, dann geht das direkt unter V wie Verhaspler ins Archiv. Ah, du machst so ein Tonarchiv. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Okay. Gut, dann bin ich aber nicht alleine. Hast du denn noch wen, der mit auf die Aufnahme kommt? Ich habe hier heute einen Kobold dabei, der mit der Stimme von Hans Klarin spricht. Es ist der liebe Sascha. Hallo. Ja, hallo, so bin ich auch noch nicht vorgestellt worden. Schön, da zu sein. Du hast dir die Folge gewünscht. Jetzt müssen wir erstmal sagen, es ist jetzt nicht der liebe Sascha, es ist ein anderer lieber Sascha. Ja, das genau, ist etwas verwirrend. Du hast, ich bin ein lieber Sascha, der noch nie da war. Du hast hier im Löwenzahn-Kosmos einen sehr prominenten Namensvetter. Ich weiß. Ja, ich weiß auch nicht, ob der andere liebe Sascha es gerne sieht, dass wir jetzt einen weiteren lieben Sascha haben. Und dann gibt es doch bei Löwenzahn noch einen anderen Sascha hier, den alten Sascha, ne? Ja. Das ist richtig, bei der Grenzfolge. Ja, oh, richtig. Das weißt du noch, das ist Folge 10 gewesen, krass. Okay. Ja, das ist oft so, dass die Leute, die wir zuschalten, die tieferen Nerds sind als wir. Ja. Ja, es geht so, aber es ist eine Lieblingsfolge meiner Tochter wegen dem alten Sascha. Was? Ja, aber auch nur wegen dem. Weil halt ihr Vater so heißt, natürlich nur wegen dem, sonst fand sie die nicht so stark. Ich wollte gerade sagen, dieser 10-Minuten-Einspieler war doch der Grund, warum die Folge bei uns eher durchgefallen ist. Ja, also wenn wir mal so eine Voting machen würden, sagt mal eure Lieblingsfolge und da wäre auch nur eine Stimme bei der Grenzfolge, wenn wir den Podcast in Frage stellen. Okay, jetzt müssen wir erstmal Stand erklären. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du, wie hast du uns entdeckt und was ist deine Verbindung zu Löwenzahn? Oh, eins nach dem anderen. Ich komme aus Berlin, ich wohne in Zehlendorf und ich wohne hier in einer Ecke, wo ganz viele der Löwenzahn-Szenen gedreht haben. Ah, da werden wir dich noch öfter einladen. Ja, oder ich euch mal. Ja. Und daher habe ich immer so eine persönliche Beziehung zu der Serie gehabt, weil halt viele Sachen hier irgendwie vor der Haustür gemacht wurden. Mhm. Und ich mache mit dem RBB so eine Wissenschaftssendung, wir heißen Menschen und Muster auf YouTube. Und ich habe dafür ganz viele Wissenschaftsformate geguckt und bin irgendwie darüber gestolpert, dass ich ja früher gern Löwenzahn geguckt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich halt eine Tochter habe, die ist inzwischen 5, dass ich mit der das ganz gut gucken konnte. Und dann haben wir so angefangen, immer wieder mal eine Folge zu gucken, so jede Woche mal eine oder sowas. Und das hat ja irgendwie Spaß gemacht, jetzt so ein naturwissenschaftliches Interesse. Und irgendwann war ich krank zu Hause und brauchte irgendwas, um mir das anzuhören. Wollte nicht Netflix gucken, weil ich irgendwie im Bett lag mit Fieber. Und dann habe ich geguckt, gibt es einen Löwenzahn-Podcast? Und dann bin ich über euch gestolpert. Und da hatten wir, ja, das ist richtig. Und dann hatten wir gerade eine Folge geguckt in dem Wald. Ihr erinnert euch vielleicht, da ist irgendwie Peter in so einem Bärenkostüm und fährt mit dem Fahrrad durch durch den Wald. Und wir fanden die beide furchtbar. Und dann habe ich euren Podcast gehört und ihr fandet die auch nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, ja, mit denen komme ich aus. Und dann habe ich immer wieder, wenn ich eine Folge geguckt habe, quasi nachgehört. Alleine jetzt ohne meine Tochter, einfach für mich nachgehört, wie ihr das denn einsortiert und ob ihr das ähnlich seht wie wir. Okay, Julian und ich haben häufig mal so eine Diskussion, nicht gegeneinander, denken, sind wir vielleicht manchmal zu albern, zu kritisch mit dem Podcast, aber anscheinend ist die Stimme wichtig, um noch andere abzuholen, die vielleicht manchmal genauso denken und sich. Ja, dann, da haben wir sehr viel Glück. Ne? Also das ist immer unsere größte Angst, ist, dass wir irgendjemanden, wir wollen ja niemanden seine Kindheitserinnerungen kaputt machen oder jemanden auf den Fuß treten, der sagt, ja, das war doch aber ganz schön. Also wir versuchen es halt ein bisschen mit Liebe, aber auch ein bisschen mit heutiger Ironie anzugehen hier. Aber ja, man muss auch sagen, viele Sachen sind ja auch wirklich gut gealtert. Also es ist ja nicht so, dass man das alles anguckt und sagt, um Gottes Willen, was wir vor 30 Jahren gemacht haben. Aber es gibt halt auch so ein paar Lowlights. Ja. Aber nicht heute. Nicht heute, okay, das werden wir sehen. Du hast dir diese Folge ja gewünscht, ne, speziell. Ist es jetzt auch eine deiner Lieblingsfolgen oder war die jetzt einfach noch auf der Uhr und du sagst, sie soll es sein? Wir haben die geguckt, wir fanden die super. Und zwar, finde ich, ist das so ein bisschen so ein, ja, fast so ein Löwenzahn-Kammerspiel. Da kommt so im ganz Kleinen ganz viel zusammen, was man irgendwie an Löwenzahn mag. Da ist irgendwie ein paar Schulke drin, da ist irgendwie etwas, was sie gemeinsam als Abenteuer machen drin. Aber im Grunde ist das ganz, ganz klein als Folge. Die gehen nicht irgendwie groß hin, die fahren nicht zusammen in Urlaub, die machen nichts groß auf, sondern es bleibt so fast die ganze Zeit im Garten. Und deswegen fand ich die irgendwie ganz niedlich. Außerdem habe ich tatsächlich eine ganze Menge rausgezogen, was ich nicht wusste. Vielleicht habe ich einfach große Wissenslücken, das was Eulen angeht. Dachte ich mir schon, weil sie aber auch ein bisschen wissenschaftlich ist. Ja, ein bisschen. Wir sind im Labor da. Ja, wir gucken, was die so gegessen aber hat, die Eule. Das werden wir ja sehen.
107. Eigentlich habe ich bei so einer Vogelfolge noch erwartet, dass Peter irgendwo so ein abes Bein findet und sagt, ah, das gehört zu einer Eule. Ja, das haben wir beim Taubenräuber doch gehabt. Das ist doch alles ja, gut. Das war eine Anspielung genau da drauf. Ach so. Genau, es geht um die Folge 177, wolltest du sagen. Peter entdeckt den Jäger der Nacht, Staffel 23, Folge 3, aus dem Jahr 2003 dort zumindest gesendet. Und Sascha, da du dir die Folge gewünscht hast, würde ich dich doch bitten, den ersten Satz des Pressetexts zu übernehmen. Julian fährt fort und ich mache das Schlusslicht. Ja, genau. Ne? Da musst du nämlich nur einmal was sagen. Das also das weiß ich nicht. Ich habe hier das nicht in Absicht. Dann übernehme ich den zweiten Part. Und das meine ich aber auch. Ja, genau so ist es. Oh Gott. Gerne. Also, Peter Lustigs Nachbar hat nachts eine merkwürdige Erscheinung in seinem Garten gehabt. Er vermutet, dass ein Kobold sein Unwesen treibt. Peter Lustig glaubt eher an eine natürliche Erklärung, als er am Morgen ungewöhnliche Federn und Spuren findet. Mit Hilfe eines Tierarztes findet Peter heraus, dass das Wesen ein Uhu sein muss. Beide machen sich nochmal auf die Suche und finden ein Uhu-Weibchen verletzt im Garten des Nachbarn. Peter lernt diesen imposanten Vogel mit seinen phänomenalen Fähigkeiten kennen und rettet mit Hilfe des Nachbarn am Ende noch seine Jungen vor dem Verhungern. Genau, ich habe am ersten Lesen, hatte ich gelesen, einen Jungen vor dem Verhungern und habe die Folge dann geguckt nach der Jahr und wann, wo kommt jetzt noch das Findlingskind her? Aber ja, es geht um die Jungen der Eule, genau. Klingt ja wie ein Drama, dieser Pressetext. Ja, und wo ich den hier gerade so lese und wo ich das, wie du schon sagst, so schön in Absätzen habe, fällt mir auch auf, dass zweimal, und zwar in den ersten beiden Sätzen, der volle Name genannt wird. Peter Lustig, ist wichtig. Können ja noch Während der Nachbar geben. Keinen Namen mehr hat. Herr Paschulke ist nur noch der Nachbar. Richtig. Gut, man muss halt Platz sparen. Ja, das war aber auch, glaube ich, früher auch in den 80ern, 90ern. Der Name Helmut Kraus war sicherlich unter Kennern und so und Hörspielfans auch ein Name, aber viele kannten ihn auch nur als der Nachbar von Löwenzahn. Das schon passt schon. Ja, als Nicht-Filme-Gucker kann ich das bestätigen. Ja, du kennst ja. Ach so, eine Frage ganz kurz, Sascha. Kennst du Joe Gerner? Ja, klar. So, alles klar. Klar, gut, kennt da kommen wir nachher noch zu. Nee, ist ja. Gut. Ja, dann geht's jetzt los mit der Folge. Ich habe sie hier mir auf den Bildschirm gezogen und wir fangen ganz gemütlich an in der Nacht. Da ist es Nacht, da wird es Nacht. Und Peter ist ganz gemütlich. Ich mag ja Abendatmosphäre. Auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, bei Tage zu gucken, wenn das Bild so dunkel ist, muss ich auch sagen. Aber generell finde ich ja Nacht ganz gemütlich. Wie geht's euch da? Also ich finde es eine sensationelle erste Szene. Oha. Gut. Also erstmal die Hahnentasse. Wie bei einem Kammerspiel sozusagen, ja. Ja, dann gehen wir da irgendwie auf die Dachterrasse und Peter macht Aufnahmen für sein Geräuschearchiv, wie der am Anfang. mit irgendwie so einem Emaille-Küchensieb. Also da ist man schon direkt drin. Ja, und er hat seine Kopfhörer auf. Sieht wissenschaftlich aus. Auf jeden Fall denkt er sich, jede Nacht, da wird es Nacht, da werden die Lichter angemacht. In einem Bauwagen leuchtet Licht, unten sind die Teelichter an. Kerzen, auch so schön. Ja, es sieht auch schön aus. Es will ja alles komplett offen. Wir gehen nachher auch vom Bauwagen weg, lassen alles so, wie es ist. Aber Peter macht ja nicht zum ersten Mal Tonaufnahmen. Das ist ja hier, Peter steht im Bach, ne, wo er sich erinnert, Julians Lieblingsfolge. Da hat er aber nur das Mikrofon ins Wasser gehalten. Jetzt haben wir ein Upgrade. Wir haben eine Siebschüssel dabei. Aber ich glaube, es gibt in einer der ersten Staffeln auch so eine Nachtfolge, wo er irgendwelche Tonaufnahmen macht. Okay. Ja gut, da kommt halt auch sein ehemaliger Beruf jetzt in ihm durch, ne? Stimmt, ja, genau. Das kommt öfter vor, habt ihr recht, ja. Während hingegen, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, er mochte ja keine Pferde, es gibt keine Pferdefolgen, aber sowas ist sein Ding, so ein bisschen. Und er war ja auch Computer interessiert und so weiter. Also das hat ihm Spaß gemacht, auf jeden Fall. So war es in der Redaktion. Eine Pferdefolge? Nein, die streichen, wir machen noch was mit Tonaufnahmen. So. Genau, ich hätte hier noch so ein Headset, kann ich das nicht irgendwie einbauen? Ja. Ja, es passiert etwas. Es ist ein Kobold, ich weiß es nicht ganz genau. Vor allen Dingen sagt er ja auch in der Eröffnung, heute treffe ich einen Kobold. Also man erwartet das ja auch ein bisschen. Ne? Ja, es fliegt ein Schatten vorbei und wir sind jetzt schon unsicher, was es ist. Macht gar kein Geräusch. Der Nachbar, ja, er hat ja keinen Namen, der Nachbar kommt ja vorbei und sagt jetzt direkt, Herr Lustig, ich meine, es ist mitten in der Nacht, geht ja nicht davon aus, dass vielleicht Peter gerade schläft, was ist los mit ihm, da übers Grundstück zu schreien? Peter sitzt doch da auf dem sogenannten Präsentierteller. Ja, aber das sieht er doch nicht sofort, er sucht ihn doch im Bauwagen und überall, es ist doch... Ja, nu, das Licht ist ja noch an. Ah. Außerdem bei Peter darf man immer reinkommen. Das stimmt, ja. Ich meine, er lädt ja auch ein mit dieser offenen Tür. Genau. Und Peter wird ja auch immer so ein bisschen greifbar sein, denn er muss ja auch, wenn er rausgeht auf Toilette, muss er extra das Haus verlassen und so. Das ist, Peter ist das so. Was mir in der Situation aufgefallen ist in der Szene, die kennen sich ewig, die waren zu dem Zeitpunkt schon x-mal gemeinsam im Urlaub, die und können einfach,
genau beieinander reinpurzeln, wie sie wollen, aber sie sind Herr Nachbar und Herr Lustig. Das sind Frau von Sinn und Herr von Balder. Ja, und hier heißen die noch von der Medienkuh, Herr Körber und Herr Hammes. Das ist halt so, bei guten Freunden macht man das so. Das zieht sich durch. Es wäre ein Umbruch, wenn das jetzt auf einmal mit einem Duzen anfangen würde. Es sei denn, sie erklären, dass sie duzen. Bei uns beiden wäre das ein Umbruch, wenn wir mit dem Siezen anfangen würden. Das würde den Podcast jetzt. Wir bleiben jetzt auch beim Du nur deshalb. Ja, und ja. Weil es schwierig ist, einen Nachnamen bei mir zu finden. Wie willst du mich nennen? Herr F. oder was? Da kann ich ja kreativ sein jede Woche. Irgendwas mit F wird mir schon einfallen. Ja, okay, gut. Dann wird es auch irgendwann. Eine Beleidigung mit F werde ich da schon hervorheben können. Oh, mir fallen ein paar ein. Lassen wir das besser sein. Deshalb. Geht Herr Paschulke jetzt davon aus, also irgendwas stimmt hier nicht, ich habe einen Kobold gesehen, er war an meinem Schlafzimmerfenster und so weiter und so fort und schauen Sie mal, so hat er gerufen und das, ja. Er hat gar kein Geräusch gemacht, das ist halt so das Komische, ne? Das wird ja zum Glück später noch erklärt. Was soll das jetzt mit der Wahrsagerin? Das finde ich super, dass er hat direkt auch eine Referenz dafür, dass das ein Kobold sein muss, ne? Weil ja Sophie, die Wahrsagerin, sagt, die seien wieder auf dem Vormarsch. Ja, klar. Eine Esoterik-Tante. Ah, weiß ich nicht, ja. Dann sehen wir ja, also ich ging erstmal davon aus, wir bekommen eine komplette Nahaufnahme eines Kothaufens, aber das ist es zum Glück nicht. Wir packen das erstmal in ein Schälchen ein, in ein Tabakschälchen oder was auch immer. Das sind ja die Spuren. Und wir bitten doch Paschulke, den Nachbarn, um eine Phantomzeichnung. Oh, ja, das Gott. Ist großartig. Mit der Phantomzeichnung aber dann auch da in die Tierklinik, wo er dann da geht, zu gehen, das hat auch Schneid. Wobei andererseits, als Peter damals den Jäger da, den Dieb der Torte gejagt hat, da hat er ja eine ähnlich gute Zeichnung und ist damit sogar in der Stadt rumgelaufen und hat Leute verglichen. Ja, es funktioniert. Aber einer der besten Sätze der ganzen Folge, die hat ja auch so eine gewisse Komik, ja? Dass der Paschulke sagt, dass er die Reste einer Ratte, sehen Sie, der hat mir vors Haus gekotzt. Irgendwie voller Inbrunst, da musste ich laut loslachen. Aber Respekt, er hat immerhin das Erbrochene erkannt. Ja, stimmt, ja. Das ist auch von gewissen Sachverstand geprägt. Ja, ja. Ich glaube, wir sind jetzt bei einem Tierarzt. Kann das sein? Genau. Ja. Wäre das eure erste Anlaufstelle, wenn ihr... Und zwar bei Herrn Schnauz. Und Herr Schnauz möchte nichts von Peter wissen. Er ist wahnsinnig beschäftigt und hat wirklich keine Zeit, sich um Peters Probleme zu kümmern. Er hat ja auch ein volles Wartezimmer. Und jeder hat sein Tier auch direkt auf dem Schoß. Das ist sehr gut. Dann weiß man direkt, was los ist. Ja, und dass er keine Zeit hat, das werden wir gleich nochmal klären. Weil, also er wird ja schon gerufen. Die Anmeldung ist voll. Überall warten Leute mit Hund und Taube sogar. Ja, aber dann, ach, Federn, die zeige ich dir jetzt noch. Guck mal hier, die hat hier so Stacheln, deswegen macht sie keine Geräusche. Und dann kommen wir auf das Tier. Jetzt wissen wir den Jäger der Nacht. Sascha, wer ist unser Jäger? Ein Uhu, die größte Eule überhaupt. Ja. Oder ein Bubo. Wie der lateinische Name wohl ist. Das ist erstmalig, dass der lateinische Name nicht so cool klingt wie der deutsche. Aber jetzt mal Eulen, hier Verbindungspunkte, gibt es da irgendwelche? Habt ihr überhaupt schon mal eine Eule in der freien Wildbahn gesehen? Ja, im Vogelpark. Ja gut, das freie Wildbahn ist relativ. Aber in einer freien Wildbahn, so jetzt hier draußen, nicht, dass ich wüsste. Wüsste ich auch nicht tatsächlich. Ich finde Eulen eigentlich ganz cool. Ja. Auch die Kopfdrehung und so, sie haben ja auch sehr viel Mystisches allein schon, dass sie halt auch so ruhig sind so. Mhm. Aber in der Tat, so in Zoos und so, da gibt es manchmal auch so ein Eulenhaus und das hat immer was Gruseliges. Also Es sind wunderschöne Tiere, sie sind sehr gruselig. Ich durfte ja, vielleicht habe ich schon mal erzählt, in Japan in so einem Eulencafé, bitte mach das niemals. Ach ja, krass, es gibt ein Eulen, hast du davon noch ein Foto, was man einblenden kann später? Ja, kann ich. Oh, toll, geh jetzt mal auf YouTube gucken. Okay, muss ich raussuchen. Habe ich jetzt mit überfallen, ja, suchst du noch raus, ja. Ja, also sagen wir es mal so, bitte mach das nicht nach. Also Eulencafés sind einer der schlimmsten Cafés, die man besuchen kann im japanischen Raum. Also generell wegen diese dem ganzen Kothaufen überall, oder? Ach nein, generell diese ganzen Tiercafés, das ist ja wirklich Quälerei dort. Diese da 16 Stunden oder was auch immer, wie lange die da unter Leute zu schicken, die haben gar keine Ruhe, die sind total gestresst. Also jetzt musst du mich mal kurz mitnehmen, als jemand, der noch nicht in einem Eulencafé war. Ja, noch nicht. Was genau macht das? Noch nicht. Ah, jetzt muss ich gestehen, ich war in zwei. Also. Ja, konntest nicht genug kriegen, ne? Als du einmal angefixt warst. Das erste war halt eine totale Enttäuschung. Man ging in einen Keller rein und dann hast du quasi so einen Pfad.
bist du abgelaufen und überall waren Eulen, die waren natürlich mit einem Zentimeter kurzen Seil irgendwo angebunden. Die konnten also gar nichts machen, außer sich die ganze Zeit anstarren und anfassen lassen. Ganz, ganz unangenehm. Darüber hat man schon die Kneipe gehört. Es wurde mit so ganz schlechten Lautsprechern Waldgeräusche eingespielt. Das war das Traurigste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und das Zweite, wir wollten dann irgendwie halt ein wirkliches Eulencafé, weil das dachten wir, das ist einfach, das war vieles, aber kein Café, das war einfach nur traurig. Und da, ja gut, das war dann schon ein bisschen gesitteter. Es gab dann wirklich ein Café und im Nebenraum die Eulen, bei denen man aufgerufen wurde, ey, jetzt darfst du mal für 5 Minuten rein und jetzt angucken. Und dann durftest du auch Eulen so auf den Arm nehmen. Sehr schwer, die Tiere, sehr schwer. Also kannst du wirklich in ausgestreckten Armen halten. Länger als 1-2 Minuten ist gar nicht möglich. Wahnsinnig faszinierende Tiere sind auch frei. Also sie können da rumfliegen, aber es ist halt alles mit künstlichem Tageslicht und überhaupt nicht in ihrer Zeit. Es fühlte sich alles falsch an. Also ich glaube, bei Eulen ist das ein bisschen abstrakter. So ein Katzencafé, sag mal, gut, sind halt auch Schmusetiere. Die findest du ja schön. Oder Hunde, die ja wirklich absolut auf Menschen abfahren. Gibt's also Shiba Inu-Cafés. Kaninchen-Café irgendwie sowas? Es gibt auch Pinguin-Cafés. Es gibt alles. Ach, ein Pinguin-Café würde ich auch mal gehen, oder? Nein, bitte tu es nicht. Da bestelle ich einen Kinderpinguin erstmal. Oh mein Gott. Da komme ich aber nur in Frage. Da ist Anzugpflicht. Im Pinguin-Café ist Anzugpflicht, habe ich gehört, ne? Genau, gut, da kellnerst du dann. Ja, also ich glaube, ich bin dann von uns dreien der Einzige, der zumindest eine Eule schon mal auf dem Arm hatte. Aber das ist richtig. Ich bin nicht stolz drauf. Ja, okay, gut, aber interessant. Also ich mag ja am liebsten von diesen Eulen diese schneeweißen Eulen. Ne? Die sind ja schön. Also Hedwig elegant. Von Harry Potter. Ach so, übrigens, genau, gut, dass du das sagst. Ich wollte mich auch eben schon fragen, öfter, wenn wir über Tiere sprechen, dann fragen wir auch so in die Runde, in die Community. Oh nein, Doch, okay. Welche berühmten Fernseh- und Filmeulen kennt ihr denn so? Weil das ist ja ein Tier, das ist jetzt nicht so oft da wie so ein Hund, ne? So ein Goofy oder so. Was fällt euch da ein? Hedwig, die Eule aus Harry Potter. Also ja, richtig, dann Errol aus Harry Potter, die Eule von Ron Weasley. So, okay. Ist Big Mama von Kapp und Kappa eine Eule gewesen? Mal ganz kurz. Weiß ich nicht genau. Ich komme gleich mit der Sesamstraße um die Ecke. Ah ja. Big Mama war eine Eule, ja, check. Okay. Sascha, fällt dir eine Film- und Fernseheule ein? Ja, mir fällt nur die Eule von dem Klebstoff ein. Ja. Das gildet. Ist in der Werbung, ist im Fernsehen gelaufen. Ist auch ein Uhu, okay, ja. Ja, also ich kann tatsächlich, so will ich jetzt noch einen Zeichentrick, aber gab es nicht hier, als die Tiere den Wald verließen. Das ist eigentlich auch so eine Eule immer mit vorne das drauf gewesen. Ich leider nicht. So eine Zeichentrick-Eule. Ja, ansonsten aus ist der Sesamstraße. Ist bei Winnie the Pooh eine Eule? Oh, ja, natürlich. Winnie the Pooh, natürlich ist da die Eule. Genau, klar, hast du recht. Tja, jetzt wird es auch schon eng. Eulen sind nicht so häufig vertreten. Ja, in der Sesamstraße gibt es zwei. Eine der amerikanischen, Who, in der deutschen Version synchronisiert von Frank Zander, hört man auch in jeder Sekunde. Und in der deutschen Sesamstraße Boo, gespielt von Friedrich Wollweber. Also Who und Boo kann man aus der Sesamstraße. Also seht, kreativ ist das nicht. Ja, das ist natürlich, naja, gut, egal. Das sind Abkürzungen des lateinischen Namens, das passt schon. Ja, da haben sie sich was bei gedacht. Ja. Naja, okay. Gut, okay. Das war der Einspieler zu den Eulen, ja? Bibi Blocksberg, gibt es doch einen Film, irgendwas mit blauen Eulen oder sowas. Ah, ja, stimmt. Dann bin ich jetzt aber ausgeschöpft, das war's. Ich will nicht die ganze Zeit, wie die Eule aus Winnie the Pooh heißt, ehrlich gesagt. Warte, ich muss kurz sagen. Ich glaube, die heißt einfach Eule. Der mürrische Esel ist oder? Sein Freund. Und Kenga, das kleine Ruh, Kaninchen und Eule. Ja, stimmt, die Eule heißt Eule, deswegen muss ich das Lied singen. Die Eule heißt Eule, ja. Gut, dann kann man auch ewig nach einem Namen suchen. Bester Freund ist Winnie the Pooh. Okay. Ja, okay. Und ab jetzt dürft ihr. Wahrscheinlich sind in irgendwelchen Tierfilmen wie in Madagaskar oder so Eulen vorhanden. Die kenne ich dann alle nicht, keine Ahnung. Haut raus da draußen. Und kommt mir nicht mit der kleinen Nichte von Hu aus der Sesamstraße. Die zählt nicht, die war nur in einer Szene drin. Okay. So. Ich glaube, das hätte keiner gesagt. Naja, wer weiß. Okay. Ist okay. Wer weiß. Hoffentlich habe ich bei Hallo Spencer keine Eule vergessen. Gut. Dann schauen wir mal. Jetzt geht es nämlich, jetzt ist er in der Tat sehr interessiert, erklärt ihm auch, dass sie schon Ohren hat, aber dass die optischen Ohren keine Ohren sind. Ne? Die sind das einfach hätte ich auch nicht gewusst. Hätte ich auch nicht gewusst. Hinten raus, also man lernt viel. Und genau, also der Dr. Schnauz hat jetzt auf einmal wirklich sehr viel Zeit für Peter. Man möchte und fast sagen, der Dr. Schnauz hat eine große Schnauze, ne? Was sowas angeht. Was Zeit angeht, ja. Das nimmt er sich jetzt.
Ja, genau. Nachdem wir in den Einspieler wirklich, also es sind wirklich schöne Tiere einfach, alle Eulen gesehen haben. Jetzt sind wir hier in dem Labor. Jetzt ist aber gar kein Problem mehr. Jetzt sind die Patienten draußen vollkommen egal. Kriegt ja keiner mit. Kein Wunder, dass ich nie einen Tierarzttermin kriege. Aber jetzt, also während das passiert, bekommen wir einen Parallelstrang zu sehen. Genau, das ist selten eigentlich, ne? Und das überlasse ich euch. Was soll das? Ich finde das eigentlich ganz gut. Also diese unterschiedlichen, eigentlich hat diese Folge eine ganze Reihe Handlungsstränge. Ist ein bisschen aufgebaut wie Pulp Fiction eigentlich. Ja. Und Herr Paschulke ist jetzt halt bei seiner Wahrsagerin, die ja nach wie vor daran glaubt, dass die Kobolde auf dem Vormarsch sind und versucht halt seinen Teil der quasi Whodunit-Geschichte zu lösen und jetzt eben irgendwie mit ihr zu gucken, ob man nicht was gegen Kobolde machen kann. Ordentlich Trockeneis in so eine kleine Schale und da rühren sie was zusammen, was ordentlich stinkt. Ja, das kriege ich auch noch hin. Ich finde dieses Setting der Wahrsagerin, also das Licht, das in die Gesichter strahlt, das gelbe Licht, kennt man von jedem Filmtrick, ja? Die Wahrsagerkugel, okay. Aber diese kleine 1-Euro-Teddy-Disco-Kugel da oben, das macht es halt echt nicht mehr glaubwürdig. Diese kleine Disco-Kugel soll eine Atmosphäre bieten, die mir das Ganze seriös macht. Das ist mystisch. Ja, die Kugel ist wirklich mystisch da oben. Parallelstrang also ich glaube ja, dass der Handlungsstrang deswegen da war, einfach um so ein, weil der andere Handlungsstrang ist ja relativ informationsdicht. Da wird uns eine Menge mitgegeben, was wir lernen müssen. Und dieser Handlungsstrang ist dafür so Comic Relief, damit man was hat, was man nicht ernst nimmt, was so ein bisschen albern ist und wo halt jeder total überzeichnet weiß, der Paschulke ist auf dem Holzweg. Ja. Und das kriegen sie gut hin. Und das muss halt auch szenisch umgesetzt sein. Ja, genau, dann sind wir zurück beim Dr. Schnauz. Und Dr. Schnauz, der sehr viel Zeit hat, fängt jetzt an, die Eulenkotze auseinanderzunehmen, das Gewölle. Wie selbstverständlich er sie aus der Packung nimmt. Och, schön, schönes Geschenk, was sie mir angebracht haben. Ich habe noch nichts gegessen, Leute. Ja, genau. Nichts Interessanteres. Und wieder Strang zur Wahrsagerin. Es wird ein Gebräu angemischt. Okay, und wieder zurück zum Arzt. Und jetzt analysieren wir das Erbrochene. Genau. Und was ist da nicht alles drin? Ja, ein bisschen Eichhorn, ein bisschen Igel, alles Mögliche. Ja, ein Igelstachel, Oberschenkel von einer Ratte, Schulterblatt von einem Eichhörnchen, was er sofort erkennt, klar, wer kennt das nicht, und ein Panzer von einem Maikäfer. Und in dem Einspieler danach sehen wir auch, dass wir hier wirklich auch Fleischfresser vor uns haben. Also diese lieben Tiere, die zerfetzen ja, sämtliches. Also, genau, das eine zerfetzt er, das andere schluckt er in Gänze runter. Ja. Also der Lerneffekt ist hier tatsächlich eigentlich, ehrlich gesagt, zusammen mit der Unterhaltung ganz gut platziert erstmals mal wieder. Aber habe ich das richtig verstanden? Also was die Eule nicht verdauen kann, das kotzt sie einfach wieder aus. Genau, die kann nichts Hartes verdauen. Auch das habe ich natürlich vorher nicht gewusst im Vergleich zu, was weiß ich, einem Adler oder sowas. Und deswegen muss die sich nach jedem Essen übergeben. Was ja auch irgendwie unangenehmer Lebenswandel ist. Naja, frag mal wieder, Keuer. Die essen nochmal ihre, wie der hochgekommen ist. Naja, okay. Ja, aber das ist echt krass. Also da sind verschiedene Ausscheidewege. Das wird einfach eine Eule macht Mülltrennung im Körper. Ja, schluckt erstmal die ganze Maus runter und baut die dann im Magen auseinander. So. Und wie viel Zeit? Da habe ich aber auch. Ja? Da habe ich auch gelernt in der Szene. Augen sind unbeweglich von der Eule, wusste ich natürlich auch nicht. Immer starr nach vorne, deswegen dreht die so viel ihren Kopf. Mhm. Ja, ja, krass. Und jetzt sehen wir, wie viel Zeit der Arzt wirklich hat. Er verlässt einfach die Praxis. Sagt, Peter, bist du ein sympathischer Dude? Sagt er doch auch. Er zieht seinen Kittel aus und dann geht er mit Peter raus. Ja. So süß. Ja. Da ertappen sie dann Herrn Paschulke, wie er gerade dabei ist, die Koboldgeister zu vertreiben. Oh, weichet von auch, hier. Auch wieder eine ganz starke Szene. Also er bestäubt da irgendwie mit so einer Art Besen oder sowas und diese Tunke, die sie gemacht haben, die Bäume, der Peter kriegt das ab und sagt, das stinkt, ja. Und Paschulke antwortet, natürlich stinkt das, verfaulte Rattenleber. Und dann kommt der Dr. Schnauz und läuft so ganz trocken vorbei. Guten Tag. Ja. Muss ich auch laut lachen. Kennt er schon, das ist ihm alles bekannt. Er ist ja für einen Auftrag hier, er sucht ja jetzt nun die Eule. Er ist sich ziemlich sicher, das ist eine Eule und kein Kobold oder sonst irgendwas. Und die finden die auch sofort im Gebüsch. Oh.
Also hier haben wir ja wieder mal einen richtigen Tierfilmer am Werk oder halt beziehungsweise, ich glaube, man nennt ihn Kien im Abstand, der ist halt so ein ganz komisches Wort. Abspann gehen wir leider mal durch. Fachberatung. Nee, aber Redaktion Margaret Lenzen. Ja, das ist klar. Nein. Hier, warte, der Begriff ist nämlich Tierkinematograph. Richtig. Boah. Ja, also hier wurden die Tiere dann wieder in das Set mit eingearbeitet, gefilmt. Das ist großartig gemacht. Wunderschön anzusehen, die Eule. Also für diese Aufklärungsfolge, da würde ich sagen, okay, darf man die Eule kurz in ihrem natürlichen Lebensraum stören, weil das ist wirklich richtig gut gemacht. Richtig schön anzusehen. Ja. Ja, das Problem ist, die Eule hat sich einen Flügel gebrochen und muss jetzt mit in die Tierklinik für mehrere Wochen. Und dann, einmal glaubst du auch einfach Schulke zum Glück. Dann ist auch davon nichts mehr zu hören von der Kobold-Geschichte. Aber das bedeutet ja, wenn die Mutter weg ist, wer kümmert sich um die Jungen? Ja, der Vater. Ja, pass auf. Schwierig. Und da möchte ich mal ganz kurz Feedback davor rufen. Und zwar hat mir Dernhelm wieder mal geschrieben, wie jede Woche, es steht im regelmäßigen Austausch. Ne? Und hat geschrieben, huhu. Und dann so eine winkende Hand. Ne? Bei der Folge nächste Woche, in dem Einspieler über die Uhu-Brut, teilen sich die Eltern die Brutpflege. Aber zwei Sekunden später erklärt der Experte, dass das Uhu-Männchen sich wohl nicht um die Küken kümmern wird. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die Folge ist ziemlich cool. Liebe Grüße, Dernhelm. Da hat er recht. Aber es ist tatsächlich ja so ein bisschen, sie machen einen Cliffhanger auf mit Eulen für ein Eheleben. Und sagen, eigentlich könnte der Vater sich kümmern. Dann kommt ein Einspieler und dann wird das ganz einfach abmoderiert. Also wirklich beantwortet wird die Frage nicht, warum der Vater sich nicht kümmert. Also der Einspieler geht dann über Familien. Es wird gesagt, ja, Vater und Mutter gibt's noch, aber warum jetzt die Kinder trotzdem gegebenenfalls verrecken könnten, wenn die Mutter in die Klinik muss für mehrere Wochen, das wird jetzt noch nie so ganz klar. Was macht denn jetzt der Vater? Relativ langer Einspieler, muss ich sagen. Fällt mir jetzt nochmal so beim Drüberklicken auf. Ist richtig und ist auch in meinen Augen die einzige kleine Schwäche, die diese sonst starke Folge hat, weil dieser Einspieler ist so dramaturgisch nicht wirklich eingewebt. Also man versteht nicht genau, warum man den braucht. Die versuchen das zwar zu moderieren, dass das der alte Steinbruch um die Ecke ist, klar. Hören wir ja oft den alten Steinbruch um die Ecke. Aber für die Story braucht man den Einspieler nicht und den haben sie auch nicht so richtig schön in die Geschichte eingewebt, abgesehen davon, dass das um die Ecke sein soll. Ich glaube, man war auch ein bisschen stolz auf diese Tieraufnahmen, weil die ja wirklich sehr krass sind. Ich meine, wir drei haben alle noch nie eine Eule in freier Wildbahn gesehen, in der Natur. Und diese Aufnahmen bei helllichen Tag sind natürlich wunderschön. Aber in der Tat, ohne großartiges Wissen, man wird mit einer Frage noch zurückgelassen. In der Folge ein bisschen komisch gerade, ja. Naja, die Eule wird... Ja, wie auch immer, in diese kleine Kiste gesetzt. Peter, wenn er später die Kinder füttern will, sagt er noch, ja, ich muss das vorsichtig machen, die dürfen mich ja nicht riechen, sonst werden die Kinder nicht mehr akzeptiert. Aber wenn die Eule angefasst wird, das ist kein Problem, ne? Also die Mutter, oder wie? Nur die Mutter darf nicht riechen, dass ihre Kinder auch... Ja, ich nehme an, die Kinder sind da nicht so wählerisch wie die Mutter. Okay, das kann sein. Aber es ist total niedlich. Es wird kurz abmoderiert, dass der Vater sich nicht kümmern wird, weil der wird nichts von seinem Essen teilen. Ja. Das ist einfach so. Dann wird er nicht wieder darauf eingegangen, auf das Eheleben. Und genau, die Eule bekommt einen geschienten Flügel. Ja, also mega, mega niedlich. Ich mache da mal einen Screenshot von, seht ihr jetzt auf YouTube. Mega niedlich, wie sie da so, also fehlt nur noch, dass sie gleich noch so einen Döner bekommt oder sowas, ja, also wenn man krank ist, dann kriegt man was Schönes, ja, guck dir das Bild mal an, ich hab's dir gerade geschickt, wie sie da so liegt, so ja, jetzt ich bin jetzt die kranke Eule hier in dieser Folge, ich hätte gerne eine Tüte gemischte Süßigkeiten oder sowas, also richtig niedlich, also sie wurde in eine Kiste gesetzt, ihr wurde der Flügel offensichtlich kann er das auch direkt vor Ort, ne? Also nicht nur, dass er aus der Ferne sofort sieht, was los ist, sondern er weiß auch genau, was er machen muss. Alles verbunden. Und hat das dabei. Ja, genau, hat das dabei. Als Arzt hat er das immer dabei. Ja. Julian, wenn die Eule ein Döner isst, was davon verdaut sie und was kotzt sie wieder aus? Erstmal isst sie den komplett und dann später die Alufolie wird wieder ausgekotzt. Ach so, dann kommt so ein Mini-Döner wieder raus. Ja, genau. Okay. Oder sie sagte, ich mache doch keinen Rotkohl. Dann kommt Rotkohl wieder raus. Okay, was für Kompetenz ich hier doch habe. Wir müssen jetzt ist auch ein Spaß-Podcast hier. Für die Wissenschaft ist heute der Sascha da. Also nicht der Sascha, sondern der heutige Sascha.
Müssen wir das jedes Mal erwähnen? Ja. Wir müssen jetzt aber, der Arzt hat ja jetzt zu tun, wir müssen uns selbst jetzt um die Kinder kümmern. Habe ich das richtig verstanden? Genau, wir, damit meinen wir Peter und Paschulke. Und Peter hat extra, also die beide haben so auf ihre Weise ein Licht dabei, sagen wir mal. Ne? Mhm. Genau, das ist ja auch nochmal, wir bekommen nach 20 Minuten in dieser schon sehr starken Geschichte nochmal einen neuen Plot. Dass sie nämlich nachts, wieder nachts, es beginnt, wie es fängt an, wie es endet, mit einem Ausflug nachts. Und sie gehen nachts auf die Suche nach diesen kleinen Uhus. Wir sehen eine Karte, die befinden sich ganz im Osten von Klado. Das ist in Spandau, hier so. Im Nordwesten von Berlin. Und sind dort ja in so einem Umkreis von einem halben Kilometer auf der Suche nach den kleinen Uhus. Paschulke hat sich eingestellt, dass das länger dauern wird und hätte hat auch Picknick gedacht. Zufällig ein paar belegte Brote dabei. Auch wieder sehr gut. Ja, aber Peter hat ja in einem wahrscheinlich seiner 1000 Wissenschaftsbücher gewusst, dass die nicht weit im Umkreis sein können. Also ja, und dennoch sehr mutig, bei Nacht da loszugehen und irgendwo im Gestrüpp Eulenkinder zu suchen. Also Realismus, der ansonsten ganz gut war, der wird hier so ein bisschen mit Füßen getreten. Ja. Sie haben einen Restlichtverstärker. Also sie sind da und wir wissen nicht, wie lang diese Szene real gebraucht hat. Ja, ich meine, wir sehen ja quasi das stark verkürzt. Dass sie ansonsten in dieser sehr starken Folge, möchte ich auch mal betonen, eine gute Figur machen, ist ja rübergekommen. Und dann finden wir ja in einem Baum die Babys. Ja. Und Peter sagt, was sind die süß? Ich sag, das ist wieder eine Kategorie intern des Löwenzahn-Fan-Podcasts, die hässlichsten Tierbabys der Welt. Was ist das denn für ein Spinnennetz im Gesicht? Das ist gruselig gemacht, wenn man da so mit der Funzel so draufhält. Das ist natürlich dann, sieht aus wie ein Spinnennetz. Was ist das? Sitzt da auch komplett regungslos, dieses Eulenbaby? Die sitzt da, als hätte sie schon Döner gegessen. Das ist richtig. Ja, vor 300 Jahren. Ja, sie wollen sie auf jeden Fall füttern. Paschulke hat ja Peter so Huckepack genommen oder was, wie heißt das? Räuberleiter. Eine fantastische kleine Szene, die auch nochmal für einen Lacher sorgt, dass Paschulke sagt, Peter sagt, machen wir mal eine Räuberleiter und Paschulke sagt, oh ja, und will schon auf Peters Hand steigen. Dann sagt er, nee, umgekehrt. Paschulke will aber gleich auch mal gucken. Natürlich. Aber jetzt wart doch mal, jetzt müssen wir doch erstmal hier, nein, Paschulke, lass doch mal. Und jetzt in dieser spannenden Szene, in der wirklich ein, wie du schon sagtest, Sascha, ein neuer Plot aufgetreten ist. Ja, wir haben ja jetzt hier zu tun, ne? Genau, ihr seht ja, ist alles gut gegangen. Das finde ich nicht. Eben. Nehmen die Küken jetzt auch das Essen an. Ist gar nichts Geklärtes hier. Nee, überhaupt nichts. Müssen die jetzt jeden Abend hin? Ja, eben. Abspannen wird gezeigt. Aber er zieht sich doch die Handschuhe an, um die da rauszuholen. Ja, und dann? Ich nehme an, dass er die jetzt in die Tierklinik bringt zu der Mutter. So. Achso, dann haben die ein Familienzimmer. Gut, alles gut. Für die nächsten 3 Wochen. In der Eulenversicherung haben sie ein Einzelzimmer mit Mutter gebucht. Privatbetreuung von Dr. Schnauz. Ja, der hat Zeit. Das wissen wir, der hat Zeit. Alle anderen Termine abgesagt. Abspann kommt. In dem Abspann erfahren wir noch eine Sache, und zwar einen alternativen Titel, die es zu dieser Zeit gegeben hat, lautlose Jäger der Nacht und nicht Peter entdeckt den Jäger der Nacht. Denn stimmt, entdeckt ja eigentlich ist aber gut aufgefallen. Die Jägerin der Nacht, wenn man das sogar genau nimmt. Ja, im Jahr 2023 hätte man die Eule weggegendert, ja. ja, von mir aus. Aber das war wohl noch der Arbeitstitel bis dahin, bis die Folge rauskam. Nach Abspann wurde der Name anscheinend nochmal geändert. Ja, spannend. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mal wieder Sabine Jörg und Margaret Lenzen drauf geachtet. Und ich habe natürlich geguckt, wer die Kamera gemacht hat jetzt neuerdings. Gucke ich auch immer nach. Die anderen Namen interessieren dich noch nicht. Hast du noch nicht kennengelernt oder wie? Noch nicht. Warte mal ab, wenn Elke Schwabe und Wolfgang Teichert hier erstmal aufgetreten sind, dann vielleicht. Okay. Erst dann kriegen die eine Chance nach über 100 Folgen, dass du sie im Abspann mal erwähnst. Okay. Musik, Michael Gajare. Kamera, Jürgen Schulz. Ton, Jörg Theil. Schnitt, Jutta Buch. Busch, Tomala und Karin Gliffer, die haben sie abgewechselt im Schnitt. Eine hat mal hier ein bisschen rumgeschnippelt, die andere da. Fachberatung Sabine Jörg, Aufnahmeleitung Jörg Streller, Produktionsleitung Jürgen von Kornatzki und die Koordination natürlich Elke Schwabe, Regie machte Wolfgang Teichert. Ja, guck mal, war er nämlich jetzt so ein bisschen war er jetzt nämlich schon. Was wir schon mal erwähnt haben. Wenn wir dann mal nämlich Elke Schwabe anfragen, dann können wir sagen, ja, hier, haben wir auch schon mal erwähnt. Mehrfach. Nee, ja, das klar. War die Folge. Es ist ja ein bisschen rausgekommen, dass du die Folge offensichtlich nicht so schlecht findest. Also ich bin sehr gespannt auf die Bewertungen. Und wir haben dafür Rubriken, CF.
Ich beginne einfach mal mit der ersten. Ja. Lerneffekt. Hier gibt es, glaube ich, nichts zu beanstanden, oder? Naja, 10, ne? Ja, korrekt. Sascha, wie siehst du das? Also, ist bei mir ganz genauso. Ich bin aus dieser Folge rausgelaufen und habe auch gedacht, wie wenig weiß ich eigentlich über Eulen. Ja. Ach so, also das ist aber schlecht für die Folge. Du musst ja eigentlich aus der Folge rausgehen und sagen... Wie wenig wusste ich. Ich hab eine generelle Frage zu eurer Bewertung. Und zwar habt ihr doch immer so ein bisschen die Bauchschmerzen damit, dass es Folgen gibt, die in Unterhaltung gar nicht so gut sind, aber im Realismus viele Punkte machen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, irgendwie diese Kategorien zu gewichten? Also dass man sagt, was ich Realismus zählt einmal, Lerneffekt zählt zweimal und Unterhaltung zählt dreimal, wenn euch die eigentlich immer wichtiger ist als der Realismus? Ja, dafür, ich habe kein Mathe studiert, deshalb habe ich das irgendwann sein gelassen. Könnte man machen, ne? Man könnte dann sagen, dafür gibt man das Doppelte. Ja, wir lösen das halt so, dass wir sagen, am Ende kommt es auf die Unterhaltung an. Ja, genau, und wir haben ja unsere Unterhaltungsfolgen nochmal gelistet. Das Problem ist, ich würde jetzt einfach mal auf einen Satz zurückgreifen, den ich auch häufig in meiner Arbeit einfach nutze. Es tut mir leid, es ist halt einfach historisch gewachsen. Das haben wir immer so gemacht. Warum soll wer das denn ändern? Der lustige Glückshase kam immer im zweiten Refrain. Naja. Wenn der Podcast vorbei ist, wenn langsam ein Ende in Sicht ist, dann können wir die komplette Bewertungstabelle nochmal neu definieren. Ja, da mache ich mit Sascha hinter Bauwagen 2, der neue Löwenzahn-Fan-Podcast. Genau, man kann ihn nicht Staffel 2 nennen, man muss den Podcast umbenennen, dann ist der 2. Richtig. Ja, okay. Nächste Rubrik ist Realismus. Realismus. Naja. Also die Wahrsagerin, die dann Kobold vermutet. Dann, dass sie dann auch die Eulenbabys finden. Dass der Tierarzt so viel Zeit hat. Ich muss jetzt versuchen, das ein bisschen... Ich mag immer eine ganz, ganz liebe 8. Ah, ich gebe dir ja, 7. Aber mindestens. Also ich glaube, die Wahrsagerin, also dass es Verrückte irgendwie Esoteriker gibt, das halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Nee, das war schon der Dr. Schnauz hat eigentlich keine Zeit, aber als er rauskriegt, dass es sich um einen Bubo handelt, da ist das schon mal, das ist wichtiger als die drei Hunde im Wartezimmer. Und da kann ich schon verstehen, dass man ab und zu im Leben priorisieren muss. Und dass sie die Kinder finden, wir wissen nicht, wie lange die rumgelaufen sind. Also ich vermute, das hat eine Nacht gekostet in dem Umkreis. Und schon richtig, dass wie genau vielleicht durch irgendeinen Zufall, dass ich würde einen 9 geben, dass wir den nochmal abziehen, den einen Punkt, dass sie die gefunden haben. Auf der anderen Seite wäre das auch eine traurige Folge, wenn die damit endet, dass die Kinder suchen und die nicht finden, nur damit der Realismus besser ist. Ja, klar. Wir haben jetzt 3 Wochen gesucht, aber es macht natürlich keinen Sinn, deswegen abschalten. Bei Fritz hätte man jetzt noch so 5 Timelapse gemacht, wie die Sonne aufgeht, wieder untergeht am Bauwagen, damit wir wissen, es ist Nacht 5. Er hätte auch ein Fritz-Fuchs-Eulen-Suchgerät. Ja, das stimmt. Das F-F-E-S. Gerät. Okay. Und wir haben auch noch ein U-N-T-E-R-H-A-L-T-U-N-G. Unterhaltung. Jetzt bin ich gespannt. Also ich tue mich da sehr schwer. Wir lassen immer den Gast bei der Unterhaltung. Lassen den Gast. Ja, das weiß man doch. Sag 10. Nee. Oh. Nee. Also ich bin bei 10 bei euch, total bei euch mit dem Lerneffekt. Ich finde, das ist eine super Folge, wenn man Leute mal anfüttern will, was Löwenzahn ist. Ich finde tatsächlich, bei mir gibt es einen Abstrich, und zwar ist es dieser Einspieler zu Eulen im alten Steinbruch. Der hat mich ein bisschen rausgebracht. Ich finde, erzählerisch ist es wahnsinnig gut gemacht mit diesen unterschiedlichen Handlungssträngen und so weiter. Und deswegen würde ich einen 9 geben. Boah, also mit der Wertung wärst du normalerweise so bei Platz 1. Also ich glaube, Platz 1 hat bei uns immer so 2 Punkte Abzug und das wäre bei dir jetzt volle Punktzahl für eine 1er hier. Das ist eine gute, das ist eine solide Folge. Wir verlieren heute einen Hörer. Ja, aber das ist meist so. Das ist immer so. Ich gebe eine 7. Ich sehe wohl ein, dass sie eigentlich besser wäre, aber für mich persönlich hat das nicht so ganz gecatcht. Ich fand sie nicht schlecht, deswegen gebe ich eine 7. Erstmal das Positive sagen. Sie war schon sehr abwechslungsreich und auch sehr kurzweilig. Also in keiner Weise, bis auf den einen Einspielerfeld. Ansonsten ging sie sehr schnell rum, es kommt einem vor wie 10 Minuten. Aber irgendwie, das ist in der Tat vielleicht ein bisschen abseitig vom eigentlichen Löwenzahn. Irgendwie nicht so ganz, ganz drin war ich nicht. Ich gebe eine 7, CF.
Ich glaube nicht, dass wir einen Hörer verlieren. Ich glaube einfach nur, dass er mich jetzt skippt, weil ich gebe eine 6. Ich glaube, das Gute an dieser kleinen Minifolge ist, dass ich Eulen sehr spannend finde. Das hat viel gerettet. Wäre das jetzt ein ganz anderes Thema, würde ich sagen, oh Gott, wie klein und langatmig. Aber das war es halt wirklich nicht. Sie war sehr kurzweilig. Eulen sind sehr interessant. Es waren sehr viele Einspieler, ja. Es war aber auch ein paar Schulke-Peter-Gemisch. Ja, das hat es wieder ein bisschen gerettet. Die Wahrsagerin, ja. Würde ich so einordnen. Die hat ja relativ wenig Redeanteil. Ja. Und den sie hat, ist eigentlich auch unterhaltend. Also ich erinnere nochmal an Kobolde sind wieder auf dem Vormarsch. Das ist schon nicht schlecht für eine Wahrsagerin. Okay, wenn mir morgen Kobold begegnet, dann nehme ich die Bewertung zurück. Aber ansonsten bleibe ich bei der 6. Man kann das nicht richtig greifen irgendwie, ne? Also es ist schon eine gute Folge, ja. Aber irgendwie rutscht der einen so durch. Aber offensichtlich, du hast ja nun wirklich gut verteidigt hier in jedem dritten Satz. Also da bin ich auch gespannt. Weitere Frage an die Community, wie gefällt euch diese Folge? Sie ist nämlich eigentlich nicht schlecht. Aber irgendwie ist sie auch nicht richtig Löwenzahn. Ich glaube, wie du vielleicht auch richtig gesagt hast. Das Nachtsehen macht auch viel mit. Ich erinnere an die dritte Folge mit der Höhlengeschichte, wo wir uns alle dachten, was soll das denn jetzt hier unter Tage alles? Ich glaube, wenn du diesen strahlenden Bauwagen siehst, im Sommer Sonnenschein, das macht schon viel aus. Und das ist jetzt so. Diese Weltraumfolge habt ihr ja auch nicht gemocht, ne? Ja, wo er da irgendwie auf dem beide Terrasse nicht. Steht und in die Nacht guckt. Beide nicht, beide ganz furchtbar. Naja, ich mein, ist ein subjektives Ding. Die Unterhaltung, da kann man wirklich da, ne? Ja. Also ich fand sie halt wahnsinnig kurzweilig. Das ist für, okay. Wie du gesagt hast, und für so, die 20 Minuten sind eigentlich verflogen, dadurch, dass ständig ein Handlungsstrang aufgemacht wird und immer wieder was Neues passiert. Es ist sicherlich, wenn man das nochmal so drauf guckt, es ist halt so eine Kammerspielfolge, ne? Es ist halt ganz, ganz klein. Sie fahren jetzt nicht in ein Salzbergwerk. Ja, schon. Aber gut, dann nehmen wir das mit. Das ist dein Feedback. Jetzt fragen wir, gibt es noch anderes Feedback da in der Runde? Möglicherweise. Okay, dann drücke ich, oder? Möglicherweise. Okay, ich drücke möglicherweise. Feedback. Ich habe gedrückt. Möglicherweise hat Mario per WhatsApp, ich kriege mehr Nachrichten über WhatsApp vermehrt, muss ich sagen. Auch das ist immer schwierig, kleine, weil ich kenne die dann noch nicht. Ich höre die dann nicht. Manches leite ich dir auch weiter. Ja, also Sachen, die ich nicht vorlese, Janik hat sich kurz wieder gemeldet und so. Und so auch ein Mario, der hat geschrieben, hallo Julian, weil wir hatten ja über Videotheken gesprochen. Das ist gar nicht das. Und das ist der Tristan, hat er sich zu Videotheken gemeldet. Zum Thema Videothekensterben. Meine Videothek stieg dann auf DVDs um und ich konnte rein, aber machte leider einen Tag nach meinem 18. Geburtstag zu und das traf mich als Fan von Horror- und Action-Kino besonders in der heutigen Zeit. Deswegen konnte er einige Klassiker... Geburt. Ja, genau. Er konnte so reinschnuppern, aber als er eigentlich da mal rein wollte, so in die Rotlichtabteilung, dann hat die Videothek pleite gemacht. Ja gut, aber das war ja Mario, zu dem Zeitpunkt, an dem er dann schon ein anderes Angebot wahrscheinlich bekommen hat. Insofern, ja, vertan. Und natürlich, ich habe keinen gefunden, der Joe Gerner nicht kennt. Ja, ist ja gut. Da ist noch Popkultur möglich, die dann auch mal nachholen kann. Und Ronny hat geschrieben, es gibt eine Führerscheinfolge. Er hat uns aber nicht gesagt, welche. Achso, da müssen wir nur alle Folgen durchgucken, dann kriegen wir das schon. Nee, das hat dann Flix Hand Balance dazu geschrieben. Und zwar ist das die Folge Nummer 426, links oder rechts, die vertrackte... Die habe ich schon gesehen. Ja, links oder rechts, die vertrackte Prüfung heißt die Folge. Ich weiß schon, wie unsere Folge da heißt, die verkackte Prüfung. Da muss man nicht viel ändern, da kann man sich direkt anhalten, denn Yasemin will da ihren Führerschein machen. Ach, ich habe die Folge schon gesehen. Als wir uns auf Margaret Lenzen vorbereitet hatten, hatte ich mir die neuesten Fritz-Fuchs-Folgen angeschaut. Da war die mit dabei, ja. Du bereitest dich auf Gäste vor? Ja, bei Sascha jetzt nicht. Ach, er ist noch da, ne? Ist noch da, ja. Wunderschön, richtig. Zehlendorf, ein ganz guter Stadtteil. Ja. Es gab mal ein Lied von Marc-Uwe Kling. Kennst du das? Zehlendorf, Mädchen, aus uns wird nie was werden. Ich träum nachts von Anarchie und du von deinen Pferden. Oh, Zehlendorf, Mädchen, wir hatten nur eine Nacht. Doch an, Katrin, wir haben das Beste draus gemacht. Wie viel vergisst du eigentlich im Alltag, weil du dir alle Lyrics merkst? Ich versuch's einfach so ein bisschen. Ich habe mich vorbereitet auf unseren Gast. Das sind Songs, die kennt niemand. Ja, ist richtig, ja.
Ja, so ist das nun mal. Nächste Woche darfst du dir eine Folge wünschen, CF. Ja. Und du hast jetzt wirklich ein großes Archiv. Löwenzahn ist ganz, ganz viel noch übrig. Yeah. Viel ist nicht besprochen, vor allen Dingen Fritz Fuchs. In welche Richtung geht's? Ah, nur ganz kurz, Sascha, Fritz Fuchs pro oder contra? Meine Tochter nennt Löwenzahn Peter gucken. Und das hast du ja maßgeblich beeinflusst. Wir haben halt damit angefangen, aber sie hat dann irgendwann gesehen, dass es andere gibt und lehnt das ab. Und deswegen bin ich da nicht so drin in Fritz Fuchs Oeuvre. Ich habe das halt in meiner Jugend nicht erlebt, dafür bin ich zu alt. Und mit ihr bin ich da noch nicht reingekommen. Ich lehne das grundsätzlich nicht ab, aber sie lehnt es bis jetzt ab und deswegen sind wir da noch nicht dran. Oh, das ist hart. Ja gut, aber irgendwann wird sie darauf kommen. Muss aber es auch geben. Okay. Hören wir gar nicht so oft zum Glück, diese Haltung. Ja. Also, dann muss ja auch sein. Hat sie ja noch ein paar hundert, ja nicht so viel, aber ein paar Folgen. Ja, Peter. Wenn wir durch sind irgendwann und sie die Wiederholungen langweilig findet, dann lässt sich vielleicht umstimmen. Ja. Und vielleicht irgendwann, wenn ihr die Reise ins Abenteuer, dann macht ihr einfach einen Umschwung. Dann gehört das einfach dazu. Dann ist das einfach so. Ja. Okay, ja, Julian, was du schauen möchtest, ne? Ja. 147, Hühner sind musikalisch. Das ist die Folge, die ich mir wünsche. Wir hatten nämlich einen Mini-Rückblick mal dahin, wo Paschulke und Peter in so einem Hühnerkäfig sitzen und Musik machen. Und die Folge will ich mal sehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Die kommt mir unbekannt vor. Die hätte ich gern. Hühnerbein, Hühnerbein, Hühnerbein? Gibt es da auch ein Hühnerbein? Okay. Bestimmt, aber nicht aus weißem Gold. Gut, das machen wir nächste Woche hier. Dann haben wir schon, man glaubt es kaum, 2 Tage vor Nikolaus. Also jetzt geht es aber richtig los und am Wochenende ist dann auch schon der erste Advent. Also jetzt, wobei die Adventszeit dieses Jahr kürzer ist, weil der 4. Advent auf Heiligabend fällt. Also wir Weihnachtswuffel sparen uns eine Woche. Aber das ist doch vollkommen egal eigentlich. Das ist wirklich total egal, als ob du so Advent feierst. Ich habe einen Weihnachtsbaum hier bei mir stehen. Ich feiere das ganze Jahr. Du hast den hier das ganze Jahr da stehen. Richtig, ja. Muss jetzt ja nicht jeder wissen. Ne? Also würde ich jetzt auch abmoderieren. Ne? Und dann, okay, ich muss jetzt nämlich los, ich habe gar keine Zeit mehr, CF. Ich muss jetzt hier die Hühnerfolge gucken. Da habe ich so lange drauf warten müssen. Bis zum nächsten Mal. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, mich gehabt zu haben. Ja, sehr gerne. Es hat uns sehr gefreut. Warst sehr sympathisch, hast uns viel zu der Folge mitgebracht. Und die Karte, die habe ich noch nicht mal studiert. Insofern vielen Dank dafür. Ich glaube, ich würde jetzt mal hier ein paar Bäume angucken, ob da nicht ein paar hässliche Spinnweben mit Gesicht drin sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bist du jetzt sehr böse auf uns, dass wir die Folge so schlecht bewertet haben oder unglaublich böse? Na, 6 ist schon ein Schlag ins Gesicht.